Hallo, herzlich willkommen bei Shelog und zurück zum Let's Play von The Long Dark. Ihr kennt Gracie, die Nervensäge, sie will nicht weggehen. Also muss sie mir jetzt beim Spielen zugucken, denn ich werde sie nicht betüddeln. So, genau, was wollte ich machen? Ich wollte dieses Stück Fleisch grillen, auch wenn es sich nicht wirklich so super mega lohnt. Entschuldigung. So. Gerade aus Versehen, statt auf Überlebensmodus, bin ich auf Wintermute gegangen zum Einladen. Und ich kann euch sagen, es funktioniert noch. Also unser Spielstand ist intakt. Das ist vielleicht ganz gut, wenn dann der nächste Teil rauskommt, dann laden wir einfach die letzten paar Sekunden. Das ist, ich glaube, da musste wohl nur noch diese Treppe hochgehen und dann kam schon die Endsequenz. Aber das können wir dann nochmal zusammen machen, dann wissen wir auch ungefähr, was geht. Den Abspann, der dann nochmal kommt, den kann ich ja dann hinterher rausschnibbeln. Den kennen wir ja alle schon. Aber dann sind wir wieder drin und vor allem sind wir sicher, dass der Spielstand dann auch, also Wells Sachen richtig übernommen werden. Zumindest bei Episode 2 war es ja so, wenn du das neu startest, hat er ja nur sein Startequipment und nicht das, was du während des... ja, kannst du, ich kann mich so nicht konzentrieren, während der Episode 1 zusammengesammelt hast. Und da waren ja einige coole Sachen bei, nicht wahr? Ach ja, manchmal vergesse ich es immer noch, dass ich... hier ja, mein schimmeliges Reh dann. Toll, jetzt liegt das Reh unter den Stöcken. Ich will nicht die Kohle, ich will das Reh. Komme ich da jetzt echt nicht mehr dran? Ne? Muss ich jetzt alles da aufsammeln? Katze, nerv nicht. Hallo? Ich hätte gern mein Reh. Bitte. Ich komme nicht an das Reh. Moment, da stand schimmeliges Reh. Ich habe es genau gelesen. Dankeschön. Nein, nicht den Stock. Das schimmelige Reh, bitte. Ich glaube nicht, dass gegrillter Stock so lecker ist. So, den Brief, da kennen wir schon. Jetzt ist hier natürlich Chaos. Typisch. Kaum kommt Magi an, gerät alles in Unordnung. So, das wollte ich später lesen. Genau, ich muss mich nochmal... Genau, es wurde langsam duster. Es war nicht so gelaufen, wie ich es geplant hatte. Ich wollte jagen, aber da war nichts, was sich erschießen lassen wollte. Das hat sich nicht geändert. Es wird jetzt gleich auch dunkel. Ich bezweifle, dass jetzt in den letzten 5 Minuten da ein Hase in die Falle gelaufen ist. Ja, das hätte mich jetzt auch irgendwie gewundert. Aber ich lasse die trotzdem da stehen, denn... Die Hasen, die hoppeln hier rum, fällt es morgen früh einer da drin. Das ist nicht gänzlich ausgeschlossen. So, dann gucken wir mal uns unser Gepäck an. Ja, nochmal sorry, wegen der Facecam beim letzten Mal. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Ich vergesse immer, dass ich das nochmal alles kontrollieren muss, wenn ich es einmal ausgesteckert hatte. Moment, du siehst doch aus, als solltest du auf dem Boden rumliegen. Richtig. So, ja, ist jetzt hier etwas chaotisch, aber wir wohnen ja alleine. Marc führte ja einen Bachelor-Haushalt. Ein Junggesellenhaushalt darf so aussehen. Ja gut, das Problem ist, wir haben jetzt sicherlich mehr Hunger als... das Reh stillen wird. Es gibt Kulturen, da werden auch Katzen gegessen. Wollte ich nur mal anmerken. Tja, das hat sie jetzt nicht sonderlich erschreckt. Okay. Und wir essen jetzt das Reh und dann gehen wir einfach schlafen und hoffen dann, dass am nächsten Tag das hier alles nicht mehr so ganz so düster aussieht. Und im Zweifel haben wir ja auch immer noch die Option zu sagen, okay, wir schnappen uns unseren Trottel und gehen dann doch zum Camp Office. Und im Zweifelsfall müssen wir fischen. Denn hier im Mystery Lake gibt es ja auch recht nahrhafte Fische. Weil das Wasser so schön sauber ist. Okay, woran schleppe ich jetzt noch so schwer? Ach so, ich hatte... Moment. Dass nicht alles hier im Weg rumliegt. Das wäre irgendwie auch noch ein lustiges Feature.
wenn du dann nachts im Dunkeln über Sachen stolpern könntest, die du selber hier hingeprottelt hast. Das, wie die Mütter uns immer gewarnt haben. Du tust dir noch weh, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst. Ein bisschen lesen können. Er ist nicht super müde, also er ist schon müde, aber er wird wohl noch ein bisschen durchhalten. Das heißt, wir lesen. Oh, wir gucken mal, wie weit er kommt. Wir lesen, bevor er dann zu müde ist. Okay, immerhin. Dann gibt es nochmal einmal einen Schokoriegel und einen Schluck Wasser. Und dann hoffen wir mal, dass er die Nacht durchhält. Ansonsten müssen wir heute Nacht ganz viele Lampenputzer essen. Wir versuchen es mal mit 10 Stunden. Ja, das hatte der Martin gesagt, wenn wir einen neuen Spielstand anfangen, dann können wir tatsächlich solche Sachen ausschalten, wie dass er sich den Knöchel verstaucht, wenn er einfach läuft. Oder ich schätze mal nicht, dass das dann auch tatsächlich Knöchelverstauchen ausschaltet, wenn man irgendwo runterfällt oder so. Die Wahrscheinlichkeit ist immer noch gegeben. Nehme ich mal an. Also, auch jetzt so ein mieses Wetter. Das finde ich nicht gut. Ich will doch jagen. Na komm, hungertechnisch halten wir noch durch. Okay, jetzt wird der Wind schon etwas freundlicher. Jetzt haben wir mit der Waffe in der Hand geschlafen, auch geil. So. Komm, für den kleinen Hunger zwischendurch. Fast so gut wie Knoppers. Bestimmt. So, ich hatte doch Wasser abgekocht hier. Ne? Ich trinke jetzt hier nicht gerade meine letzten 140 Milliliter, oder? Okay, nicht furchtbar viel, aber immerhin. Gut. Dann toi, toi, toi. Okay, direkt vor unserer Tür den Gefallen tun sie uns nicht. Wir gucken mal nach der Hasenfalle. Ja! Das ist schön. Und ich sollte nicht so rennen. What have we here? Einen Hasen. Ein Kaninchen, genau genommen. Ich sollte die Falle auch wieder aufstellen, nicht wahr? Okay, aber wir wissen ja leider, so ein Hase ist wirklich nur was für einen hohlen Zahn. Deshalb sollten wir zusehen, dass wir noch mehr Beute finden. Ich gehe mal in die Richtung. Eigentlich Rehe versammeln sich ja hier um die Pelzjägerhütte in der Regel recht viele. Ich habe vergessen, meine Stoppuhr anzuschalten. Das ist blöd. Immer wieder keine Ahnung, wie lange ich schon spiele. Ich laufe nirgendwo gegen. Alles gut. So, dann ab jetzt läuft die Zeit. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit ich ein Reh entfernt sehen würde. Ich will jetzt auch nicht unbedingt einen Bären über den Weg laufen. Elch wäre natürlich interessant. Mit einem Elch haben wir uns ja noch nie angelegt. Und Premieren sind ja immer so aufregend. Aber bislang sehe ich gar kein Getier. Nur Bäume. Naja. Und Katzenhaare auf dem Bildschirm. Aber die kann Marc ja. Achso. Entschuldigt, das ist hier die Heizung. Dafür muss ich mir noch eine Lösung einfallen lassen. Das wird jetzt gerade im Winter ein Problem. Die geht dann halt manchmal an hier im Raum nebenan und macht Krach. Das kann ich leider nicht verhindern. Max. Thank goodness. Auf Max ist Verlass. Wo sind die ganzen Tierchen? Na gut, es ist noch recht früh.
Und obwohl so früh auch nicht mehr. Dann wird uns jetzt anders übrig bleiben, als doch mal Richtung Camp Office zu gehen. Wir haben, klar, ein paar Vorräte sind da noch, aber die hätte ich auch tatsächlich gerne als eiserne Vorräte behalten. So, gehen wir erstmal dahin, wo die Vögelchen sind. Die haben scheinbar was Tolles gefunden. Zumindest sind sie sehr, sehr aufgeregt. Was auch immer sie gefunden haben, wir nehmen es ihnen jetzt weg. Haha. Es sei denn, es ist irgendwie doof. Elch? Nö, Reh. Na gut, Reh ist natürlich das, was ich suche. Aber von hier ist es natürlich blöd. Hier müssen wir es echt weit schleppen. Und wir haben nicht so viel Platz jetzt im Gepäck. I could use this. Oh, das stimmt. Aber naja. So, ihr hattet mir... Also jemand hatte mir einen Tipp gegeben, dass ich irgendwie... Ich habe wohl zu hoch gezielt, weil ich alles auf einer Linie hatte, aber ich... Ja, ja, komm jetzt. Quatsch nicht, du machst dem Reh Angst. Also ich soll nur die Spitze, sonst so. Okay, jetzt irgendwie hält er das Gewehr auch nicht still. Vielleicht, weil jetzt hier windig ist. Also ich glaube, hier in dieser Umgebung, da schieße ich daneben. Das hat keinen Zweck. Ich weiß jetzt nicht genau. Er hat Handschuhe an, die sind noch nicht im Bilde. Ich weiß nicht, ob ihm jetzt zu kalt war. Wo sind denn eigentlich? Also die Vögel, die waren über der Leiche, die wir gerade geplündert haben. Okay. Hier sehe ich jetzt auch gar keine abgeschugelten Bäume. Also vielleicht gibt es hier jetzt gerade gar keinen Elch. Hier können wir auch relativ weit sehen. Zumindest in die Richtung. Da wird es wieder hügelig. Wo sind die Waffen da? Gar nicht gemerkt, dass ich sie weggepackt habe. Eventuell werde ich doch mal schießen müssen gleich. Ich gehe schon mal in die Hocke und ziele. Ich habe das Gefühl, der hat es auf uns abgesehen. Oder doch nicht? Aber er ist ja nun mal im Weg. Ne? Also wir müssen ja in die Richtung. Und ich würde auch gerne vorher da zu dem Zug, bevor ich weiter zum Camp Office gehe. Na, jetzt kommt er. Okay. Nicht zu spät schießen, damit die Angriffsanimation nicht schon gestartet ist. Okay, das war jetzt mal eine normale Reaktion von einem Wolf. Ich habe ihn zwar nicht getroffen, aber er haut ab, weil ihn der Schuss erschreckt hat. Das machen die aber sonst nie. Das war jetzt eine recht gesunde Reaktion von einem... Oh. Oh, komm schon! Los, mit der Axt! Jetzt habe ich zwei Patronen verschwendet und musste mich trotzdem noch verhauen lassen. Medizin, Schmerzmittel, verstauchter Knöchel. Haben wir sonst noch ein Problem? Der hat jetzt aber auch wieder solche Haken geschlagen. Da hatte ich Probleme, ihn ins Visier zu nehmen. Ich würde das gerne mal ausprobieren, was ihr mir geschrieben habt oder was einer von euch mir geschrieben hat. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es war, aber dass ich irgendwie... Ich hatte halt immer Kimme, Korn und... Opfer, in Anführungsstrichen, auf einer Linie. Und das ist wohl falsch. Also, ich soll nur die Spitze auf das Viech richten, weil sonst zu hoch geht die Kugel. Die Steine sehen komisch aus. Egal. Brecheisen haben wir. Aber das ist in sehr gutem Zustand und noch können wir es tragen. Können wir uns dann ja für schlechte Zeiten beiseite legen.
So, hier geht's ins Marschland. Da gehe ich auf gar keinen Fall hin. Das Marschland versucht ja immer, mich umzubringen. Das muss ich jetzt gerade nicht haben. Wenn ich mich mal umbringen lassen möchte, ist das Marschland meine Adresse Nummer 1. Also eigentlich die aktuelle Adresse Nummer 1 für sich umbringen lassen ist natürlich das Stumpflusstal. Aber das ist jetzt weiter weg. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Wölfchen hin? Wenn ich mich schon mit ihm geprügelt habe, könnte ich ihn ja wenigstens essen. Hier zumindest sein Blut. Aber hier endet auch die Blutspur. Komisch. Ah. Okay, er ist hier offenbar hochgeflogen. Ist das normal, dass das erst beim Näherkommen auftaucht? Das ist irgendwie lustig. Wir folgen einfach mal. Noch ist er ja in die Richtung geflüchtet, in die wir eh gehen möchten. Setz dich nicht vor die Facecam-Kasse. Hast du beim letzten Mal schon gemacht, da war das nicht so schlimm, weil ich ja eh die Facecam nicht laufen hatte. Clevererweise, aber jetzt wäre das blöde. Also er ist noch ganz schön weit gekommen. Dabei habe ich ihm eine Axtwunde zugefügt. Ich hatte jetzt mit Absicht mal die Axt gewählt, sonst nehme ich immer das Messer. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied festgestellt. Hier ist das Blut. Gut. Okay, er hat offenbar aufgehört zu bluten und liegt hier nicht tot rum. Also würde ich mal sagen, es geht ihm gut. Das ist natürlich blöd. Nein, du kannst jetzt kein Pferd essen. Wir haben nämlich kein Pferd. Du kannst nicht mal einen Wolf essen, weil der Wolf offenbar entkommen ist. Was ich sehr unfair finde. Ich muss immer einen Verband nehmen, wenn mir jemand eine blutende Wunde zufügt. Und der Wolf, der rennt einfach ein paar Meter und ist alles wieder gut oder so. Ist ja doof. Nein, ein Stein, ich wollte schon sagen. Der ist jetzt aber klein, der tote Wolf. Es täte mir sehr leid, wenn ich einen Babywolf erschossen hätte. Aber ich glaube, ein Babywolf wäre auch nicht ganz so aggressiv gewesen. Aber die Blutspur war auf einmal verschwunden und der Wolf ist nicht hier. Also schätze ich mal, er hat aufgehört zu bluten und ist dann weitergelaufen. Aber wohin und inwiefern er jetzt einen Groll gegen mich hegt, das ist im Moment nicht zu sagen. Aber bislang haben wir tatsächlich nur dieses eine Reh gesehen. Ne? Das lässt Übles ahnen für meinen Versuch, etwas Reh zu jagen. Das sind die Scheinwerfer, da denke ich jedes Mal, da liegt ein Rucksack. Und bin dann jedes Mal sehr enttäuscht, dass es nur blöde Scheinwerfer sind. Ach, das war Holzknarzen, okay. Schade eigentlich. Ich hatte gehofft, es wäre Hufgetrappel. Hallo. Nochmal was verändert haben sie im Camp Office scheinbar nicht. So, sammeln wir erstmal ein und legen einen Vorratsschrank an. Dosenöffner. Und offenbar einen neuen Werkzeugschrank. Denn wir haben ja jetzt einiges an Werkzeug doppelt. Hope nobody needs this anymore. Eigentlich finde ich es doof, diese Mützen zu finden. Wir haben genug davon und es nervt, aber sie sind auch zu wertvoll, um sie einfach liegen zu lassen. Gut, das ist jetzt mein Werkzeugschrank. So, wir brauchen nur eine Axt. Wir brauchen nur einen Dosenöffner. Die Dosen behalten wir beide. Wir brauchen aber auch nur ein Brecheisen. Wird das Häschen im... Wenn ich das jetzt noch im Ganzen lasse, wird das dann weniger schnell schlecht, als wenn ich es auseinandernehme und in den Schnee lege?
Lockt es Wölfe? Obwohl, nee, wenn ich das nicht als Köder tatsächlich ablege, lockt es auch keine Wölfe ab. Also es geht ja noch mit den 97%. Denn dann können wir erstmal noch was anderes machen, bevor wir jetzt anfangen, Fleisch zu braten, was ja wirklich nicht viel ist. Could end up being useful. Ja, wir könnten es auch einfach erstmal da drin liegen lassen. Noch mehr zu lesen. Da sehe ich schon Limo, finde ich gut. Lampenöl finde ich auch gut. Wetzstein. Das sieht jedes Mal aus wie ein Brecheisen und ist keins. Dann irgendwie ein Buch, das zufällig Brechstangenfarbe hat. Nicht okay. Unter der Treppe scheint nichts zu sein. Kein Buch zum Lesen. Die Stiefel, die lasse ich einfach mal da stehen. Die brauchen wir jetzt nicht. Und im Moment brauchen wir auch kein Material. Okay. Benzi und ich sind hier im Sommer hergekommen. When we were not neat goofy kids, also als wir alberne Kinder waren, wir haben geangelt und mit Schwertern, die wir aus Stöcken gemacht haben, gespielt. Und haben Körbe geflochten, offenbar. Also löchrige Körbe geflochten. Man konnte über den Fluss rudern. Und die kleinen Kabinen am anderen Ende, wo die Touristen zum Angeln hinkamen oder Rehe gejagt haben und ihre Partys hatten. Wir haben uns versteckt und we stood behind the counter. Das heißt nicht, dass sie sich versteckt haben. Auf jeden Fall haben sie beobachtet, wie ihr Papa sie willkommen geheißen hat, die Touristen, und ins Gästebuch geguckt und die Namen gelesen haben. Wenn der Sommer zu Ende ging and the cattails, also diese Pflanzen, weich geworden sind, oh, haben wir unsere Wünsche in den Himmel gepustet und nämlich uns gewünscht, immer wieder zurückzukommen. Immer. Oh. Oh. Nicht okay, mich jetzt zu deprimieren. Oh. That'll come in handy. So. Essen wollte ich hier lagern. So. Ich denke, bis hierhin, das werden wir brauchen, um unsere aktuellen Bedürfnisse zu stillen, fürchte ich. Tomatensuppe vielleicht noch weg. What have we here? Etwas, was direkt in dieser Schublade bleiben kann. Denn da werde ich jetzt auch andere übrig gebliebene Kleidung reintun, was allerdings im Moment nur diese Mütze ist, wenn ich das richtig sehe. Aber immerhin. Die Stiefel können wir einfach da stehen lassen. So, was schleppen wir denn jetzt alles mit uns rum? 27 Kilo, das ist natürlich ein bisschen viel, wenn wir jetzt auf dem See nach Rehen jagen. Wir können noch angeln gehen. Wir hatten doch jetzt eine intakte Angel, oder? Sogar zwei. Wir gucken mal. Wir nehmen das Gewehr auch mit, dann sind wir zwar noch schwerer beladen, aber... Entschuldigung. Natürlich wieder neblig geworden. Wer will schon weit sehen beim Jagen? Völlig überschätzt. Manchmal taucht hier so ein Reh auf. Also weiß ich natürlich auch nicht, ob das immer noch so ist. Das sind so alte Erfahrungen mit dem Mystery Lake. Steine oder Wölfe kann ich jetzt gerade nicht sagen. Auf jeden Fall keine Rehe. Sehr schade eigentlich. Dann biegen wir hier mal rechts ab. Where can I find something to eat? Ach ja, ich wollte dir was zu essen geben. Ich erinnere mich. Entschuldige. War keine Absicht. Bin ja nicht hier, um dich zu quälen. Es ist, wenn, dann nur ein Nebeneffekt. Haben wir diese Leiche da schon geplündert? Ich weiß es nicht. Guck mal, wir kommen hier auf dem Rückweg hier vorbei. So zwischen den Felsen treffe ich wahrscheinlich eher kein Reh, aber man weiß es nicht. Aber hier gibt es ja noch ein bisschen was zu entdecken.
Pfad am See. Ja, das ist ein sehr passender Name für einen Pfad am See. Kann ich so unterschreiben. Gut, ist jetzt Mittag. Ich habe ihn schon wieder etwas ausgelaugt mit zu viel Rennen. Das tut mir auch ein bisschen leid. Liegt da eine Leiche? Da liegt eine Leiche. Die hat jetzt aber kein Gewehr da. Die hat ein Gewehr dabei. Okay. Gewehre haben wir jetzt recht viel. I've been so hungry in my life. Ich kann dich jetzt aber auch nicht einfach hier liegen lassen. Ein Gewehr ist ja eine wertvolle Sache. Aber ich will jetzt auch nicht zurück zum Camp Office. Wenn ich dran denke, nehme ich einfach den gleichen Weg zurück und nehme es auf dem Rückweg mit. Der Weg zum See streckt sich immer etwas mehr, als ich das in Erinnerung habe. Aber passt schon. In den Fischerhütten können wir ja übernachten. Wenn ich mich jetzt zu sehr anstrenge. So. Ich muss echt das Rennen sein lassen. Ich trinke mal einen Kaffee. Es hilft gegen Durst und Hunger und vielleicht etwas gegen die Müdigkeit, die ich ihm gerade zufüge. Aber ich bin so ungeduldig. Ich weiß, ich muss mehr Geduld haben. Darf nicht so viel rennen hier. Ist nicht meine Stärke. Tut mir ja leid. Nein, ich renne. So. Bärenwölfe irgendwer? Nicht mal eine Leiche. Wo ist Dave? Lässt uns einfach hängen, der Kerl. Aber er hat seinen Rucksack hinterlassen. Auch schon mal was wert. Okay. Das ist zumindest etwas Nützliches. I'll be hungry later, sagt er. Liegt mir die ganze Zeit jetzt schon in den Ohren, dass er Hunger hat. Ich muss gleich schon wieder unterbrechen, weil ich mal auf die Toilette muss. Aber ich würde gerne noch bei den Hütten ankommen. Das wäre schon schön. Dass wir wenigstens mal irgendwas geschafft haben hier. Und ich würde heute auch sehr gerne ein Reh erlegen. Nach 2 Fehlschüssen auf einen Wolf, den ich dann doch noch mit einer Axt bearbeiten musste, und dann trotzdem kein Fleisch dafür bekommen habe, weil der Herr Wolf sich offenbar davon sehr gut erholt hat, von dem Kampf gegen mich. Da sind Rehe. Okay. Mist. Gut, gehen wir erstmal in die Hütten. Ich muss wirklich dringend auf die Toilette. Die werden ja sich nicht in Luft auflösen, während ich dann einmal kurz in der Hütte bin. Dann macht er auch einen Speicherstand. Ich hoffe, dass sie sich in der Zeit nicht in Luft auflösen. Ich schaff's jetzt noch bis zur Hütte. Keine Sorge. Jetzt scheuchen wir die natürlich alle etwas auf, aber meistens beruhigen sie sich ja wieder recht schnell. Ich hoffe in dem Fall auch. Keine dieser Hütten ist abgebrannt, möchte ich mal sagen. Das ist eher ungewöhnlich. Das heißt, wahrscheinlich sind alle auf der anderen Seite abgebrannt. So, wir sehen uns gleich. So, Verzeihung. Ich sollte mein Trinkverhalten anpassen an Tagen, an denen ich aufnehme. Okay, die Kollegen haben sich wieder beruhigt. Ich war jetzt einmal rein und wieder raus in die Hütte, weil ich nicht sicher war, ob der einen Speicherstand angelegt hatte. Eigentlich müsste das... Das sind meine Rehe, du blöder Wolf. Gut, wenn du es erlegst, wäre natürlich hilfreich. Der hat sich jetzt aber gut angeschlichen. Verdammt, doch nicht. Jetzt jag es nicht zu weit weg. Oh, hier sind aber viele Wölfe unterwegs, die gerade mit Rehen beschäftigt sind. Ich hätte auch gern noch ein Reh. Hm.
Okay. Dann muss ich jetzt am Wolf schießen. So, nur die Spitze. Nicht mal getroffen. Aber der hält auch das Gewehr nicht so richtig still im Moment. Ich weiß nicht genau, warum. Kann er das in der Hocke nicht? Ich nehme jetzt erstmal wirklich nur das Fleisch. Too heavy. Mhm. Da sind jetzt mindestens zwei Wölfe auf dem See. Das würde mich jetzt nicht glücklich machen, da im Nebel so hungry. Jaha, rumzutappern, ohne genau zu wissen, wo es hingeht. Und in dem Wissen, dass da noch Wölfe rumlungern. Ich würde jetzt gerne einfach hier ein Feuer machen und das grillen, wenn es geht. Eine Kleinigkeit muss er mal eben zu sich nehmen, sonst meckert er uns jetzt die ganze Zeit hier rum. Wir machen hier jetzt einfach mal alles kaputt. Steht hier zufällig ein Buch rum. Irgendwas, das wir etwas leichter anzünden können. Nein, okay. Dann müssen wir irgendwie nach dem Trees? Was? Nein, wir essen jetzt keine Bäume. Okay. Gut, es ist jetzt gerade hier nicht optimal. Guck mal, jetzt ist die Sicht etwas besser. Vögel haben auch schon diverse Kadaver entdeckt. Gut, egal. Wir versuchen jetzt einfach mal hier ein Feuer zu machen. Im Zweifel benutzen wir Brandbeschleuniger, versuchen es einmal nur ohne. Von wegen 75%. Kann ja so schlimm jetzt nicht sein. Come on. Genau, come on. Sag ich auch immer. Wobei das Feuer es nicht mag. Glaube ich. So. Langsam hier unheimliche Stimmung auf. Apropos unheimlich. Was für eine Überleitung. Einige hatten mich gefragt, ob ich das Halloween-Event gespielt habe. Da komme ich in der Regel nicht zu. Einfach, ich habe ja Halloween-Geburtstag. Das heißt, den Tag vor Halloween bin ich in der Regel mit Vorbereitungen beschäftigt. Halloween selbst bin ich mit Vorbereitungen und mit Feiern beschäftigt. Und den Tag danach bin ich in der Regel müde. Also da spiele ich meistens überhaupt nicht. 50 Minuten. Da wird die Feuerzeit etwas knapp bei so vielen Stücken Fleisch. Aber okay. Da müssen wir jetzt durch. Oh, die Kohle nehmen wir dafür nicht, ne? Die ist ja wirklich eigentlich ganz angenehm mitzunehmen. Und solange wir sie nicht unbedingt brauchen. Hä? Ach, das war wahrscheinlich so ein kleines Stück. Ah, da habe ich dann jetzt nicht auf die Zeit geachtet. Okay, die brauchen jetzt aber gleich lang, ne? So. Okay, wollte ich machen, genau. Klicken, warten. It's like something is sapping my energy. Ja, du bist einfach müde. Stell dich nicht so an. Das kommt vor. Morgen wird es dir besser gehen.
Verwenden. Und verwenden. Schneeschmelzen. Schneeschmelzen. Dann erstmal was futtern. Noch mehr futtern. So, das sollte jetzt erstmal kein Problem mehr darstellen mit dem Hunger. Ich will jetzt erstmal kein Gemecker mehr hören hier. Schmelzen, kochen. Ich wünschte, wir hätten einen Topf hier. Gut, wahrscheinlich steht in einer der Hütten einer. Müsste ich wahrscheinlich einfach nur reinspazieren, aber bin ich jetzt gerade zu faul zu. Garen. Garen. Und mitnehmen. So, das sollte jetzt erstmal reichen, oder? Das ist etwas schade. Weil wir jetzt noch so viel Feuerzeit über haben. Aber ich konnte auch nicht mehr so viel Holz schleppen. Aber viel mehr Wasser will ich auch nicht mit mir rumschleppen. Wird jetzt erstmal geschlafen. Mark ist auch entsprechend fertig. Wir haben ihn ja auch jetzt ganz schön durch die Gegend gescheucht. Und wir konnten jetzt immer noch nicht richtig auf Rehe schießen üben. So, 10 Stunden. Dann ist er hoffentlich halbwegs ausgeruht. Ja, es geht. Ach, hab ein Reh nicht in den Schnee gelegt. So ein Ärger. Surrounded by snow. Nothing to drink. Ich geb dir doch gerade Wasser. Immer dieses Rumgejammer. Dieses Selbstmitleid ist nicht besonders attraktiv, möchte ich dir mal sagen. Okay, sowohl die Rehe als auch die Wölfe sind weg. Super. Gut, wären die Rehe noch da, wären die Wölfe wohl auch noch da. Hatte ich jetzt eigentlich die Hütte hier gelootet? Nee, ne? Das ist natürlich blöd. So, Kaffee, Erdnussbutter. Das nehme ich. Na gut, Magnesiumfackeln sind nicht schlecht. Hope nobody needs this anymore. Nein, niemand braucht Holzkohle, die er in den Müll geschmissen hat. Deshalb schmeißen Menschen Sachen in der Regel in den Müll, weißt du? Weil sie sie nicht mehr brauchen. Ich hätte jetzt gern mal geübt, auf ein Reh zu schießen. I need to drop something. Ah, geht jetzt gerade nicht. Ach, das ist auch nur wieder so ein blöder Wolf. Ach, wir bleiben erstmal bei den Hütten und looten die zu Ende. Dann haben wir jetzt erstmal was zu essen. Die Wölfe sind ein echtes Problem. Could end up being useful. Ah, Klettersocken sind wirklich ganz gut, aber ich weiß nicht, ob die jetzt so nützlich sind. Andere Dinge freuen mich mehr. Stiefel nehme ich gar nicht erst mit. Gut, ich könnte sie natürlich direkt auseinandernehmen. That'll come in handy. Was haben wir denn für Schuhe an? Also ich glaube, die wir hier haben, die sind ungeschlagen, so oder so. Sind ähnlich schwer. Ja, hier 5% Regenschutz, 50% Regenschutz. Auch wenn die komplett repariert sind, holen die das nicht auf. Nee. Komm, wir zerlegen sie. Das dauert zwar einen Moment. Aber wir haben ja auch Ersatzschuhe. So ist es ja nicht. So. Haben wir schon den Müll einmal gewühlt? Nein, ja. Ja, okay. Gut, den Aushang da lesen wir nicht. Ist bestimmt langweilig. Oh, hell ist's geworden. So, die Vögelchen haben schon das tote Tier gefunden. Schön für sie.
Wölfe sehe ich jetzt im Moment nicht. Aber ich bezweifle, dass von dem Reh, was der eine Wolf da erlegt hat, dass sie uns nicht sofort geholt haben, dass davon jetzt viel über ist. Ich glaube, da haben wir Pech. Nichts Schlechtes auf jeden Fall. So. Bücher werden wir wohl genug im Camp Office haben. Ich tue jetzt die ein paar Sachen mal weg. Oh, die sollten wir nicht mehr essen. Können wir wohl auch nicht. Da kommen wir jederzeit an neue. Für Steine gilt das Gleiche. Na gut, ansonsten schleppen wir recht schwer in unserem Essen. Wir futtern jetzt mal hier den gammeligen Schokoriegel. Der wiegt zwar nicht so viel, aber er muss ja auch weg. Da könnten wir uns eine Lebensmittelvergiftung holen. Das wäre schlecht. Ich weiß nicht, wie es um unseren Antibiotika-Vorrat bestellt ist. Aber es geht ihm gut. Das ist doch schön. Gut, wir sind immer noch überladen. Aber wir haben einen Schritt in die richtige Richtung getan. Irgendwie. Ich würde gerne mal Rehe schießen üben, ohne von Wölfen dabei gestört zu werden. Was war das? Egal. Ignorieren. Vielleicht knackt das Eis einfach. Okay, hier sind 2 von 3 Hütten abgebrannt. Kleiner Ausgleich dafür, dass da vorne keine abgebrannt ist. Holz brauche ich im Moment nicht, aber gut, dass es da ist. So. Post. Es ist nichts mehr da. Die Streichhölzer sind nass geworden und ich habe nur noch ein paar Pfirsichdosen und a can of pop. Ich glaube, das ist irgendwas zu trinken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo soll ich hingehen? Diese Wölfe. Überall kratzen sie an der Tür und klauen am Fenster. Warten und warten. Ein stumpfes Messer, ein Stein und ein bisschen Seil. Es ist wie in einem dieser Witze, die du hörst. Wenn 3 Typen in eine Bar gehen und der Bartender sagt, hey, du kannst kein Seil hier reinbringen? Irgendwas über einen instabilen Knoten? Irgendwie sowas. Ja, nee, den Witz, den verstehe ich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Witz ist mir zu hoch. You can't bring rope in here. Das ist wahrscheinlich dann ein Wortspiel im Englischen, das ich jetzt nicht... Verstehe ich nicht. Nein, kapier ich nicht. So. Wonder if this is any good to eat. Klar. Es steht zumindest drauf, dass es essbar ist. Und wir glauben der Werbung. So. Oh, ich muss Schluss machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ich schon spiele. Ich habe die Uhr nicht ausgemacht, während ich unterbrochen habe, aber. Ich spiele wohl schon eine Weile. Ja, was ist der nächste Plan? Puff. Oh. Moment. Reden wir kurz über Hundefutter. Ja, wir haben Antibiotika. Komm, das essen wir jetzt noch eben. Vielleicht passiert ja was Aufregendes. Hundefutter essen ist eine Sache. Gammeliges Hundefutter essen? Gut, er hat nicht ganz aufgegessen. Er hatte keinen Hunger mehr. Sehr schade. Ja, komm, jetzt gehen wir noch eben zu der letzten Hütte. Wir sind jetzt eh überladen, dann können wir auch noch mehr überladen sein. Und dann planen wir beim nächsten Mal weiter. So.
Jetzt ist wirklich nichts und niemand mehr zu sehen, außer diesem blöden, nervigen Vögelchen. Ja, dieses Knacken ist, glaube ich, das Eis. Da ist ein Wolf. Keine Rehe mehr, aber ein Wolf. Umgekehrt wäre mir jetzt lieber. Denn die Wölfe kann ich auch so verhauen. Rehe kann ich jetzt nicht mit bloßer Hand umnieten. Oh, wir haben immer noch den Hasen da drüben liegen, ne? Kommt der Wolf tatsächlich hierher oder läuft er da nur so rum? Weiß nicht, ob ich, dass der uns angepeilt hat. Egal, wir gehen jetzt erstmal rein. Und ja, hier looten wir dann beim nächsten Mal. Der hat jetzt eh abgespeichert und nach Minuten würde er nicht abspeichern. Also machen wir das jetzt so. Ja, tut mir leid, dass wir jetzt immer noch nicht so richtig schießen üben konnten auf die Rehe. Ich habe das, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstanden. Also nicht wie ich immer dachte, so, ne, Kimmelskorn, sondern ein bisschen tiefer. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Da muss ich ausprobieren. Ein paar Patronen haben wir ja jetzt. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Ich danke euch jetzt erstmal fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Zeit. Passt bitte gut auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!